Willkommen zurück zu Assassin's Creed 1. Ja, die Mission haben wir eigentlich ganz gut gemeistert. Müssen wir jetzt zurück ins Büro? Ich weiß es gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Lasst euch berichten, was Talal zu bieten. Steht jedenfalls nicht da, deswegen machen wir gleich mal das, was wir hier markiert haben. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Ja, ja. Okay, ach, da müssen wir eine Befragung, okay. Ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt ausschalten müssen. Ich kann schon mal keine Waffen aussuchen, deswegen. Gehen wir einfach mal hinterher. Oh, hier sind aber viele Leute. Ich probier's mal. Ich kann also nicht aufspießen. Okay. Na, dann schlagen wir den mal. Oh, das kann ich nämlich auch an. Das ist aber nicht gut. Ich glaube, da habe ich nicht so die Chancen jetzt. Ja, ich würde in die Hose gehen. Ich glaube, ich muss gleich erstmal weg hier. Ah, ich schaffe es noch. Ach, ich muss nur die Waffe ziehen, okay. Na gut, dann werden wir uns mal beziehen und das dann gleich nochmal machen. Ich muss aber irgendwie das erstmal zurücksetzen. Ihr dürft was hier bringt nicht dazu, das zu ist tun? Der verrückt? Ah ja, jetzt ist es zurückgesetzt. Und jetzt können wir auch wieder hin. Und genau, da ist er wieder. Er wird euch geben, was euch fehlt. Das neu starten. Dafür verlangt er nur ein ehrliches Tagelohn. Ein kleines Opfer für eine große Belohnung. Bla bla bla. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Ja, ja, ja. Okay, ich hoffe, jetzt ist es in der Ecke etwas ruhiger. Vielleicht schaffen wir es dann. Gott verdamme euch. Lasst mich in Ruhe. Ja, das sieht schon viel besser aus. Dann können wir den mal umhauen. Das hättet ihr besser nicht getan. Komm her, du Sau. Aua. Der kann aber auch ganz schön zu lang. Oh, da kommt jetzt doch einer. Verdammt. Okay, das ist ein bisschen. Wenn man keine Waffen hat, ist doof. Ich krieg den anderen erstmal umgehauen. Ja. Ich habe euch nichts zu sagen. Sprecht mit mir oder sprecht mit Gott. Es ist eure Wahl. Ihr werdet dein Werk nicht zunichte machen. Das könnt ihr nicht. Zunichte machen? Welches Werk? Er bereitet sie für die Reise vor. Reise wohin? Sie sind in seinem Lagerhaus. Und wenn die Zeit reif ist, werden sie nach Akkon verschickt. Wo ist dieses Lager? Und warum Akkon? Talal sagt mir nur, was ich wissen muss. Mehr nicht. So ist es sicherer. Für ihn vielleicht, aber nicht für euch. Sehr gut. Und damit müssen wir jetzt zurück zum Büro, endlich.
So, wo war das denn nochmal? Der flieht doch vor Nein, etwas. Geht nicht. Du ein paar Münzen für meine Kinder. Ich würde dir ja gerne Geld geben, aber ich weiß nicht, wie es geht. Kommt nicht näher. Blöden Bogenschützen hier oben. Was denn habt ihr? Sagt doch, ihr denkt, ihr seid sehr ehrlich. Seht ihr etwas, was ihr mögt? Ich habe genau das, was ihr braucht. Ihr seid hier nicht erwünscht. Und diese Bogenschützen, ey. Genauso schlimm wie in Assassin's Creed. War das 2 oder Brotherhood? Und auf jeden Fall standen dann überall, auf allen Dächern, irgendwelche Leute rum. Das war richtig nervig. Ah, das ist es auch schon. Und dann mal rein hier. Mit dem Quatschen. Malik, wollt ihr noch mehr Zeit vergeuden? Ich habe Talal gefunden. Ich bin bereit für meine Mission. Diese Entscheidung liegt bei mir. Nun gut, Folgendes habe ich erfahren. Er handelt mit Menschenleben, entführt Bürger Jerusalems und verkauft sie in die Sklaverei. Ein Lager in der Barbakane nördlich von hier dient ihm als Basis. Just in diesem Moment bereitet er eine Karawane vor. Ich schlage zu, wenn er sein Lager inspiziert. Wenn ich seinen Männern ausweichen kann, sollte Talal selbst kein großes Hindernis darstellen. Kein großes Hindernis? Hört euch an! Wie arrogant! Sind wir fertig? Seid ihr zufrieden mit meinem Wissen? Nein. Aber es muss reichen. Ruht, bereitet euch vor, weint still in der Ecke. Tut, was ihr immer tut, bevor ihr ans Werk geht. Aber tut es leise. Dann gehe ich mal weinen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Okay. Und da ist unser Ziel auch schon markiert. Wir mal schauen, was uns da erwartet. Kein Geld geben, tut mir leid. Ich hab doch nichts. Hier gibt's noch kein Geld. So, muss ich dann durch? Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, ich muss wieder jemandem helfen. Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? Ja, falsche Lehre. Ich habe doch nicht Falsches getan. Warum tut er das, Ruth? Ketzer! Warum tut er das? Narachekin. So etwas habe ich nie zuvor gesehen. Hilfe! Ich probier es mal hier oben vielleicht. Es gibt keinen Anlass, hier draußen zu sein, Alter. Aber ja, hier ist eine große Mauer, das wird nix. Den lasse ich mal in Ruhe, weil ich gütig bin. Da ist auch kein Weg lang. Dann muss ich wohl doch den Bürger erstmal befreien. Und wieder mit den Gelehrten da rein. Das Muster kommt auf jeden Fall immer wieder. Also ich hoffe, das ändert sich noch. Nicht, dass wir jetzt von Stadt zu Stadt uns begeben und immer das Gleiche machen. Ich meine, im Grunde die Missionen ändern sich ja, aber man muss immer zu jemandem ins Büro, dann kriegt man eine Mission und so weiter. Und das ist einfach, naja, immer dasselbe Bild eben. Aber ich hoffe, es ist immer gut. Kommen wir erstmal um alle. Und schon von allen Seiten gleich. Nächster bitte. So, einer noch.
Den schubsen wir wieder und stechen den ab. Hier mit dem Quatschen. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts. Und eile heim. Genau. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Und da haben wir die Gelehrten. Sehr schön. Holt Hilfe! Oh. Wo wollt ihr hin? Hallo? Oh. Wieder einer. Gibt's aber nicht. Hier rennt weg. Das ist ja super. Und jetzt? Kommen die wieder zurück? Ich hoffe ja mal. Weil sonst komme ich hier nicht durch. Zumindest nicht gewaltlos. Oh, das Zeichen wird mir dort angezeigt. Ach, da stehen sie auch wieder. Ah, gut, 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 gut. Dann schließen wir uns mal da an. Laufen über die paar Leichen, die hier irgendwer liegen gelassen hat. Na, geht da mal alle weg. Was ist denn jetzt? Hallo? Lauft mal weiter, bitte. Ah. Ich befürchte aber, wir werden diese Mission nicht schaffen in der Folge. Denn die Zeit wird knapp. Dann laden. Gibt's hier schon Leben? Nee. Hä? Achso, die gehen wir zurück. Dann drehe ich mich mal um. Und da gehen wir mal weiter. Hier mal ganz vorsichtig vorbei. Eine Kleinigkeit, bitte. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte geh. Eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Stücke. Petra, geh doch mal bitte weg. Nein, ich habe kein Geld. Ich kann dir auch kein Geld geben. Nein. Ist der verrückt? Der verdammte Narr hat auch den Verstand verloren. Quatscht einer. Jetzt wisst ihr, wo es lang geht. Ich muss auf jeden Fall in das Gebäude, so wie es aussieht. Seltsam. Helfe ich dir? Ach nee. Das wird's nicht sein. So, gehst du in den Eingang, zufällig. Ah. Ja, jetzt rein. In die Ecke, hoffe ich mal. Aber naja, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.